Jo, moin Leute und herzlich willkommen zum weiteren Video von mir. Ich habe länger kein Video mehr gebracht, aber heute kriegt ihr halt wieder eins. Und zwar heute, ihr seht schon, habe ich mal wieder ein Paintjob-Video für euch am Start. Und zwar werde ich euch heute, ja, sechs ziemlich geile Paintjobs vorstellen. Ich würde sagen, fangen wir gleich mal mit dem ersten an. Und zwar nennt sich dieser Sunrise, also Sonnenaufgang. Und der sieht auch wirklich so aus. Und zwar kauft ihr euch da erstmal für die Metallic Lackierung Orange. So, und sobald ihr das gemacht habt, macht ihr da einfach einen Perleffekt drauf. Und dieser ist heißes Pink. Wie oft? Ich habe ihn schon sehr oft verwendet. Ist meiner Meinung nach einfach, also den Perleffekt heißes Pink sieht einfach, finde ich, mega geil aus. Und als Zweitfarbe könnt ihr jetzt wieder eine schöne Farbe wählen. Hier passen einige gut zum Sonnenaufgang. Also ist hier beispielsweise Rot. Orange finde ich auch ganz gut. Und ich will aber diesen Sonnenaufgang richtig haben. Und deswegen mache ich mir Gelb drauf. Und das finde ich ist halt eine ziemlich coole Kombi. Und ja, mit diesem leicht, ja, sozusagen heißen pinken Perleffekt sieht man halt echt hier so teilweise hier an der Tür ganz gut diesen Sonnenaufgangseffekt. Also es sieht echt so ein bisschen aus wie so eine aufgehende Sonne. Hier sehen wir es im Schatten nochmal deutlicher. Sieht halt echt aus wie so eine aufgehende Sonne. Was ich halt ziemlich cool finde, ist wieder so ein etwas hellerer, aber auch nicht ganz auffälliger Perleffekt. Ist aber auf jeden Fall trotzdem einer, der ziemlich cool ist, dieser Paintjob. Und kommen wir damit zum nächsten. Und der hat einfach keinen Namen. Aus dem einfachen Prinzip, ich wusste nicht, wie ich ihn nennen soll. Trotz alledem dachte ich, bringe ich ihn einfach ein, weil er ganz cool ist. Und dafür kauft ihr euch erstmal die Metallic-Lackierung Mitternachtsviolett und haut euch da einen Perleffekt drauf. Und zwar ist das der Perleffekt Ultrablau. Ne, Entschuldigung, Petrolgrün. Sorry, ich habe das schon so oft verwendet, als ich das jetzt schon sage. Hier Petrolgrün. So, ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich den nennen soll, aber als Sekundärfarbe gibt es da einige ziemlich coole Sachen, die ihr auf dieses Fahrzeug klatschen könnt. Ich empfehle euch persönlich hier das Blau und ich habe echt keine Ahnung, wie ich es nennen sollte. Also ich konnte es schlecht C nennen, weil es gibt sehr viele Paintjobs, die schon C heißen oder so. Allerdings finde ich, dieses Blau ist aber trotzdem extrem und massiv geil. Wie gesagt, dieser Petrolgrüne Perleffekt, also man muss sagen, teilweise sieht das schwarz aus, teilweise sieht es aber echt blau aus und vor allen Dingen im Schatten ist das, finde ich, ein richtig geiler, ja, Paintjob, den man sich auf jeden Fall mal hauen kann. Ist auch beim etwas näheren Betrachten relativ auffällig. Man denkt, oh, das ist ja ziemlich stark. Man würde erst sagen, das ist ein ultrablauer Perleffekt, aber dem ist nicht so, es ist halt Petrolgrün. Kommen wir nun zum dritten Paintjob und zwar habe ich für den auch so einen etwas schwammigen Namen genannt. Ich nenne es mal so. Und zwar ist das Special Purple. Und dafür kauft ihr euch erstmal die Lackierung Schafter Lila und führt darauf einfach den Perleffekt drauf. Und dieser Perleffekt ist in unserem Fall rot. Also ihr könnt da, wie gesagt, habe ich schon tausendmal gesagt, aber ich sage es jetzt nochmal, tausendmal variieren. Es gibt, könnt ihr jeden Rotton draufhauen. Ich nenne es halt Special Purple, weil es halt so ein Pink Purple ist. Keine Ahnung, wie ich den nennen soll. Würde mich mal interessieren, wie ihr den nennen würdet. Also für die zwei Paint Shops, also dieser halt und dem, den ich davor präsentiert habe, was ihr da für Namen geben würdet. Weil ich weiß echt nicht, wie ich das nennen soll. Ich mache hier als Zweitfarbe auch noch Schafter Lila, weil es meiner Meinung nach halt ziemlich cool aussieht. Und ich finde allgemein diese, ja, Lila Metallic bzw. Mattfarbe mit Perleffekt von Rot oder Pink, finde ich im Allgemeinen mega geil. Ich bin ein riesiger Fan von diesem Pink und Lila. Sieht ja auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und das kann man halt auch ganz gut im Schatten erkennen. Diesen, ja, ich sag mal so, geilen Perleffekt hier. Ist wie gesagt auch so eine Sache. Ihr seht echt dieses Pink an einigen Stellen deutlich hervorstellen. Aber auch an vielen halt dieses wunderschöne Lila. Und ja. Kommen wir zum nächsten Paintjob. Und zwar habe ich dir jetzt einfach mal Stil genannt, ein sehr unkreativer Name, wie ich finde, aber mir gehen halt teilweise jetzt echt schon die Namen für die ganzen Paintjobs aus. Und dafür kauft ihr euch erstmal die Metallic-Lackierung Graphit und führt da einen Perleffekt drauf. Und zwar ist es jetzt das Ultrablau. Ja, wie gesagt, jetzt ein ultrablauer Perleffekt, auch schon tausendmal verwendet, ist aber halt tausende von
tausende von, ich sag's mal so, Kreationen möglich. Und ja, hier Ultrablau. Und das sieht echt so ein bisschen Water-Stil aus, wollte ich erst nennen, aber dann dachte ich, ach komm, ich nenne es jetzt doch nicht so, weil das kommt echt ein bisschen komisch über Water-Stil. Also Wasserstahl praktisch. Ein bisschen komisch. Aber da finde ich auch Zweitfarbe Blau wieder ziemlich cool. Man kann sagen, es ist so ein bisschen Galaxieblau. Also nicht dieser Farbton da, sondern ich habe einen Paintjob auch so getauft. Und das war halt schwarz mit Perleffekt, diesem Ultrablau. Aber ich finde halt, dieses Grau sieht man halt noch, dieses Graphit sieht man an anderen Stellen noch aus. Und ich finde halt, man sieht diesen geilen blauen Perleffekt auch noch extrem. Mit der Sekundärfarbe Blau macht das auf jeden Fall einen schönen blauen Eindruck. Also praktisch schon der zweite dunkle Blau-Paintjob in dieser Reihe. Und ja, ihr seht hier im Schatten kommt das Blau fast schon so ein bisschen leuchtend drüber, also glowing blue praktisch. Und ja, kommen wir nun zum nächsten Paintjob, und zwar ist das Metallic Sun. So, und dafür kauft ihr euch erstmal als die Primärfarbe die Metallic Lackierung Weinrot. Und führt dann auf diese ein Perleffekt drauf. Und zwar ist das in unserem Fall Renngelb. Und ich sagte mal, ich vereine einfach mal zwei ziemlich coole Töne. Und ich finde, da kommt eine ziemlich coole Farbe raus. Das ist so ein Karamellfarben, könnte man schon fast sagen. Ist halt aber auch so ein bisschen sonnenmäßig. Und als Sekundärfarbe empfehle ich euch einfach auch Weinrot, weil das halt da ziemlich gut passt. Und dann habt ihr halt echt so ein richtig geiles Karamell, Bronze, Metallic, Sun, sag ich jetzt mal. Finde ich auf jeden Fall ziemlich geil im Paintjob. Ist aber auch so eine Sache, die nicht so mega auffällt. Ist ziemlich cool. Sieht aber der Dark Sun, also Metallic Schwarz mit Perleffekt Renngelb, ziemlich ähnlich. Ist aber dennoch ein Unterschied, muss man einfach sagen. Weil man sieht hier, wenn man von oben betrachtet, sieht man dieses Weinrot. So ganz leicht, das muss man hingucken. Ich finde diesen Paintjob aber besser als Dark Sun, weil Dark Sun einfach ziemlich Mainstream ist und ziemlich oft verwendet wird. Und da hat man halt noch so einen kleinen Spezial-Flair drin. Kommen wir zum nächsten Paintjob, und zwar nennt dieser sich Candy. Und dafür kauft ihr euch erstmal wieder einen Rotton als Metallic-Lackierung. Einen ähnlichen wie Weinrot, nur ist es in unserem Fall hier Sabanerot. Ich glaube, es wird so ausgesprochen, keine Ahnung. Sieht, finde ich, so schon ziemlich geil aus, aber darauf haben wir jetzt nochmal ein Perleffekt. Und zwar ist das in unserem Fall der Perleffekt heißes Pink, und da kommt wirklich eine Kombi raus, die mega glowig aussieht. Also die ist echt mördermäßig geil. Müsst ihr auf jeden Fall mal machen. Und als Sekundärfarbe kann ich euch einige Farben empfehlen. Ich wende die aber, um diesen heißen Farbton sozusagen mal auszuändern. Heißes Pink. Ja, das ist der letzte Paintjob für diese Reihe, und ich finde, damit kann man nochmal richtig einen raushauen, weil der ist mega geil. Richtig nice. Also dieses Pink, das ist unglaublich geil. Ich liebe diese Pinktöne, das muss ich mal kurz auch nochmal sagen. Ich finde die einfach mega nice. Also es ist wirklich eine super geile Farbe, die man auf jeden Fall mal drauf machen sollte. Sie wirkt halt ziemlich cool. Man kann die auch so, wenn man jetzt so sagt, okay, den Oldtimer, den mache ich jetzt mal ein bisschen moderner. Aber ich will auch immer noch so ein bisschen Classic drin. Und ich denke, die meisten Leute, die ja sozusagen einen schönen Paintjob für den Oldtimer wollen, die wenden halt Weinrot an. Das habe ich schon so oft gesehen. Weinrot, ich kann es mittlerweile gar nicht mehr sehen. Und da dachte ich mir, ja, Oldtimer-Sache, sieht ganz cool aus. Und das ist auf jeden Fall halt ein Paintjob, der so ein bisschen die Moderne, also mit dem heißen Pink, und dieses Knallige mit dem heißen Pink, aber auch das Klassische mit diesem Rot, mit diesem fast schon Weinrot zusammenfügt. Und das ist auf jeden Fall ein Paintjob, den ich auf jeden Fall sehr stark favorisiere. Jo, und über ein Like würde ich mich sehr freuen. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Ich bin auf jeden Fall raus, Leute, und ciao.